Es ist einer der seltenen Sonnentage in diesem Sommer. Ein guter Tag zum Fischen. Erst recht, wenn man das Meer liebt, so wie Andreas Nijegard. 20 Jahre war er Berufsfischer. Jetzt ist der Kabeljaufang nur noch ein Hobby. Denn der Fisch machte sich rar. Es ist nicht das Geld, für das Andreas rausfährt. Dafür ist der Fang zu spärlich. Es ist Leidenschaft. Dieses Leben mit der Natur, und dazu gehört für ihn auch der Walfang. Es ist etwas Besonderes. Du siehst hier Vögel und dort sind auch die Wale, auch wenn man sie jetzt nicht sieht. Die Tiere leben frei. Und wir nehmen sie aus dem Wasser und essen sie. Sie werden nicht gezüchtet, wie sonst wo in Europa, die Schweine, Hühner oder Kühe, nur um dann geschlachtet zu werden. Hier passt die Natur darauf auf und wir bedienen uns. Während er erzählt, taucht ein Schiff auf, das die Fähringer bestens kennen. Es ist die Brigitte Bardot der Organisation Sea Shepherd. Die Aktivisten wollen das Schlachten der Wale verhindern. Sie halten diese Tradition für überholt, für überflüssig. Auch wenn diese Grindwale nicht vom Aussterben bedroht sind. Wir haben nichts gegen die Bewohner. Wir sind aber gegen das Töten der Meeressäuger. Das müssten sie nicht mehr machen, weil sie das Fleisch nicht mehr benötigen. Die Fähringer sagen aber immer wieder, sie töten die Tiere, um etwas zu essen zu haben. Es sind diese Bilder, die Tierschützer rund um den Globus so wütend machen. Das Meerwasser ist blutgetränkt, am Strand liegen die toten Wale. Die Bewohner des kleinen Dorfes Fannersund haben sie mit ihren Booten an den Strand getrieben und dort getötet. Wenn sie ein Stück Fleisch auf dem Teller haben wollen, muss dafür ein Tier sterben. Ob das hinter verschlossenen Türen oder wie hier in diesem öffentlichen Schlachthaus geschieht, macht keinen Unterschied. Doch dieses Schlachthaus ist bestens bewacht. Die dänische Marine schickte extra eine Fregatte und Schlauchboote der Polizei sollen zudem die Tierschützer von Sea Shepherd auf Distanz halten. Mit Erfolg. Selbst als die Tiere auf die Mole gehievt werden, drängt die Polizei eine kleine Gruppe Aktivisten und andere Zuschauer zurück. Die meisten Polizisten kommen als Verstärkung eigens aus Dänemark. Für Sea Shepherd wird die Arbeit schwieriger. Sea Shepherd hatte es im vergangenen Jahr geschafft, den Walfang zu stören und sogar Walgruppen zu vertreiben. So konnten die Insulaner sie nicht fangen oder gar töten. Deshalb wird sich die Regierung hier Gedanken gemacht haben, was sie unternehmen kann, um Sea Shepherd zu stoppen. Mit Gesetz und Polizei. Diesmal haben sie es geschafft. Nach ein paar Stunden kommt der Leiter der Waljagd mit Listen zurück. Darauf steht, wie viel Fleisch jeder von dem Wal bekommt. Auch Andreas Nijegard steht ein Anteil zu. Er und seine Nachbarn machen sich an die Arbeit. Sie lösen die Fettschicht ab, um an das begehrte Fleisch zu kommen. Der Wal wird fast vollständig verwertet. 2 Stunden lang herrscht Hochbetrieb auf dem Kai und Andreas' Frau freut sich. Es ist einfach eine gute Gelegenheit. Die Steuern hier sind hoch und ich verdiene auch nicht so viel. Und so ist es eine gute Möglichkeit, mal etwas anderes auf den Tisch zu bekommen. Den Fähringern ist es wichtig, die eigene Kultur zu bewahren. Sie schadeten damit schließlich keinem. Wenn wir aufhören, Wale zu töten, aber weiter die Ozeane verschmutzen, dann sterben die Tiere an Krebs oder an einer anderen Krankheit. Deshalb sollten wir eher damit aufhören, die Natur zu verschmutzen. Rund 800 Grindwale erlegen die Fähringer im Schnitt jedes Jahr zum eigenen Verzehr. Sie werden daran festhalten, auch wenn sie dafür weltweit Kritik ernten.